Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe die Frage bekommen, wie lange dauert es, bis man Chirurg wird. Auch die Frage muss man dann, glaube ich, so vom Anfang an gehen. Also erst beim Medizinstudium. Medizinstudium dauert in der Regel 6 bis 7 Jahre. Wenn du schnell bist, kannst du vielleicht in 6 Jahren schaffen. Wenn es ein bisschen dauert und so Komplikationen kommt, dann kann es 7 bis 8 Jahre dauern. Die Zeit davor, bis man in ein Medizinstudium, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe angefangen vom Studium bis zum Ende 6 bis 7 Jahre. Danach muss man eine Basischirurgie machen. Was gehört dann dazu? Das muss, egal was man machen will, jetzt von mir aus Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, was auch immer, braucht man 2 Jahre Basischirurgie. Da macht man dann schon vieles. Dazu aber muss unbedingt gehören eine unfallchirurgische Ambulanz. Auch Intensiv- und Anästhesiezeit gehört dazu und der Rest kann man in verschiedenen chirurgischen Bereichen schon verbringen halt. Das sind so die 2 Jahre. Und danach, in der Regel, braucht man 4 Jahre bis zum Facharzt. Ja? Das heißt so insgesamt nach dem Studium noch 6 Jahre, 2 für die Basis. Weiterbildung und 4 Jahre für den Fach, was man jetzt absolvieren will, zum Beispiel Unfallchirurgie oder in meinem Fall Gefäßchirurgie oder was auch immer. Das ist aber also eine Frage. Die Frage ist, was kann man nach dieser Zeit machen? Ob man jetzt, ich weiß ja, wer die Frage stellt, denkt, dass man danach alles machen kann. Eher nicht, ja, und besonders so in Deutschland, in vielen Kliniken auch fangen die Leute erst zu operieren nach dem Facharzt. Das heißt, nach dem Studium 6 Jahre und nach 6 Jahren Facharzt fangen sie an zu operieren und nicht überall leider. Also ich kenne auch Fachärzte, die ganz wenig operieren beziehungsweise nur mit operieren. Das heißt, noch danach vielleicht 2 bis 4 Jahre, je nach Person, je nach Klinik, wie der Mensch ist und wie schnell ist er und was kann er. Und was kann er nicht und so weiter. Ich würde sagen, ab dem Oberarztniveau ist man schon Chirurg und kann man so wirklich selbstständig operieren und hat man wirklich quasi die Ausbildung zum Chirurgen quasi in meinen Augen, das ist meine Meinung, abgeschlossen. Das heißt, 6, 6, wenn alles schnell geht. Natürlich jetzt kein Elternzeit dazwischen oder ein verlorenes Jahr im Studium, das kann ja auch mal vorkommen. 6, 6 sind 12. Tu noch mal 2 dazu. Ja, wir reden jetzt von den schnellsten. Dann sind das 14 bis 15 Jahre, wenn alles rund läuft. Wenn alles nicht so rund läuft, sind es 20 Jahre und erst dann kann man selbstständig operieren. Und ja, ich glaube, da kann man sich schon Chirurg nennen. Das war es, die Antwort auf diese Frage. Schickt mir auch, wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt zum Medizinstudium, zur Zeit nach dem Medizinstudium. Ich habe in der Herzchirurgie gearbeitet, ich habe die Basischirurgie zum Beispiel auch hinter mir. Wenn ihr auch dazu Fragen habt. Ich habe auch ja, Deutsch hier in Deutschland gelernt. Ich habe eigentlich im Irak studiert und angefangen zu arbeiten. Wenn ihr Fragen dazu habt oder zur Anerkennung in Deutschland. Und ich nehme die Fragen, wo ich denke, die meisten da werden davon profitieren. Dann werde ich ein Video aufnehmen und das auf mein Profil halt hochladen, sodass so viel wie möglich Leute davon profitieren können. Vielen Dank, dass du da warst und tschüss.